noch ein paar Minuten im Wartezimmer Platz, bis der Herr Doktor Sie in seine Humordination aufruft. Der nächste bitte. Sie Platz. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Wieder eine Patientin in meiner Humorordination und die Dame in Orange, ja. Nämlich fast in komplett Orange, kenne ich auch schon seit einigen Jahren. Es freut mich sehr, dass du wir sind ja auch bei du, die weite Reise von wo hierher nach Wien? Franken. Also ist in Bayern und in Deutschland, aber es ist Franken. Es ist Franken. Bist du stolz darauf? Ja, selbstverständlich. Fränkin. Fränkin zu sein. Fränkin. Ja. Margit Hertlein, herzlich willkommen. Willkommen in Österreich. Du bist ja gern gesehener Gast hier in unserem Land. Du bist Trainerin, du bist Coach, du bist Musikerin, du bist Mitglied in der Hall of Fame der German Speak. So Rednerzeug. Redner natürlich. So. Du hast extrem viel Expertisen. Was machst du am liebsten eigentlich? Da geht es mir so wie bei einem guten Buffet. Ziemlich alles. Also gut, es gibt ein paar Sachen, die würde ich jetzt auch bei einem guten Buffet nicht unbedingt essen, aber auch bei meinen beruflichen Sachen, ich liebe eher die Fülle als die Spezialisierung auf eine. Also eher so das Segelboot als das U-Boot. Jetzt habe ich ein bisschen bei den Kollegen herumgefragt und ich sagte nicht, wer es gesagt hat, aber einer hat gesagt, oder eine, du bist eine vielseitige, kraftvolle Ulknudel mit enormem Tiefgang und ansteckender Lebensenergie. Jetzt bin ich Arzt, der die Schweigepflicht bricht. Ja. Jetzt breche du die Schweigepflicht. Wie ist alles so gekommen? Wie bist du der Person geworden, die du heute bist? Zu der anstrengenden Ulknudel. Das steht nicht kraftvoll, nicht anstrengend. Ja. Kannst du mit dieser Bezeichnung überhaupt leben? Mit dieser, was die Leute über dich gesagt haben, oder einer? Oder also eine? Ulknudel, da die jetzt in Franken nicht sagen, ja, okay. aber dieses Kraftvolle, das schon. Ja. Auf der anderen Seite ist das mit dem Kraftvoll oder Power, oder das kennst du ja auch, du bist auf der Bühne und du gibst alles und du bist im Workshop und du gibst alles und du sprühst und du machst. Ja. Und die Leute sagen, wie machen sie das nur? Ja. Wo man denkt, ja, ihr seht mich doch nicht, wenn ich daheim am Sofa so liege und natürlich auch Pausen brauche und natürlich auch Zeiten habe, wo ich einfach Kraft wieder sammel oder schlaf oder einfach nichts mache. Und wie ist das Ganze gekommen? Ich meine, man kommt ja nicht als Energiebündel, um jetzt nicht die Ulknudel zu bemühen. Wie ist das Ganze entstanden? Naja, das mit dem Humor und dem Lachen und diesem Blödeln, also bei mir, ich würde es jetzt nicht Ulk, aber Blödeln, das habe ich schon immer gehabt. Aber ich hab, bis ich 40 war, damit gehadert. Ich wollte seriös sein. Ich wollte nicht albern sein. Ich wollte es nicht. Und habe immer nicht verstanden, warum die anderen immer so sagen, ja, das ist, du bist es. Und ich meine, nein, ich bin ja nicht albern, ich bin ja ganz seriös. Ich habe ja auch im Autohaus, also ich habe ja mal im Autohaus gearbeitet als Chefin. Ich war ja da auch ganz seriös unterwegs und habe immer nicht verstanden, warum meine Mitarbeiter das gar nicht so seriös fanden, was ich gemacht habe. Und ich finde es auch toll, dass du dir für keinen Blödsinn zu gut oder zu, ich weiß nicht, zu weiblich, zu alt, was auch immer bist, sondern ich erinnere, und das müssen Sie sich unbedingt anschauen, wir blenden es nachher ein, den Redner-Rap, den du mit ein paar genialen Kollegen gemacht hast. Also ich verrate nicht so viel, aber schauen Sie mal, was diese Frau im hohen Alter Rap. Ja, also sensationell, unbedingt anschauen. Das finde ich auch toll. Vielleicht denkst du ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, in wenigen Worten, wir wollen nicht zu viel verraten. Zu dem Redner-Rap? Ja, genau. Naja, die Idee war, den Menschen mal zu sagen, dass dieser glamourhafte Anschein des Rednerlebens, mein Gott,
bist du schon wieder da, jetzt bin ich in Wien, jetzt bin ich in Berlin, jetzt bin ich in Zürich, jetzt bin ich in New York. Ja, und dann sitzt du in deinem Hotelzimmer und schaust auf eine Backsteinmauer und wie mir neulich passiert ist, du kommst abends an und es gibt nichts mehr zum Essen, aber auch schon gar nichts mehr. Und dieses scheinbar Glamouröse halt ein bisschen aufs Korn zu nehmen und halt das mit einer modernen Musik, und da durfte ich als alte Frau aber trotzdem mitmachen. Also unbedingt anschauen. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, das, also uns auch beim Zuschauen, wir haben es ja damals bei der Convention, bei der German Speakers Association gesehen. Jetzt bin ich Internist, mir sind die inneren Werte immer sehr, sehr wichtig. Ja. Was sind denn deine drei wichtigsten inneren Werte, wo du sagst, okay, ohne die bin ich es nicht? Also der allerwichtigste ist für mich, da arbeite ich aber dran, also da bin ich nicht top, ja? Das ist Wertschätzung. Mhm. Weil dieses Thema, Menschen sind unterschiedlich, lasse einfach, da knappere ich manchmal dran. Mhm. Dann schaut es zwar nach außen aus wie Wertschätzung, aber innen ist es... ist aber ein wichtiger und hoher Wert für mich, wertschätzend mit Menschen umzugehen. Der zweite ist das Thema spielen können, albern sein können, Humor leben zu können. Und mein dritter wirklich ganz hoher Wert ist Neugier. Und eben auch nicht zu sagen, ah, jetzt kenne ich schon so viele, jetzt weiß ich schon viel, jetzt brauche ich doch das nicht mehr. Sondern wirklich so, man weiß nie, wozu es gut ist. Sehr schön, sehr schön. Worauf bist du besonders stolz? An meine Kinder. Wie viel hast du? Zwei. Zwei. Jetzt hast du mit dem ebenfalls von mir und von dir geschätzten Gaston Florin ein wunderbares Buch geschrieben. Ich liebe es, setze es für meine Trainings ein. Danke. Ja, das ist ein, der das gekauft hat, glaube ich. Nein, viele gekauft, vielleicht kaufen sie es auch. Hast du so viel gekauft? Ja, ich hab drei gekauft. Meine okay. Ja. Aber es steht überall das Gleiche drinnen. Also es ist, da musst du ein bisschen dran arbeiten. Ja, ich kann es ja ausbessern. Heiß. Wunderbar heiß, ja. Wunderbar ist es. Also ich habe gedacht, das ist ein neuer Name für eine neue Kneipe, aber nein, es ist ein Buch voller Tipps und Tricks für Menschen, die auf die Bühne wollen, auf die Bühne gehen, die Trainings machen, aber wer kann es noch brauchen? Also es können zum Beispiel alle brauchen, wenn du jetzt in Firmen gehst, die ganzen Führungskräfte, die diese Handabfragen bei Mitarbeiterbesprechungen oder Versammlungen machen, also das, dieses, wer ist da, wer ist, wer kennt es, wer kennt es. Und da sind einfach ganz viele Möglichkeiten drin. Oder aber auch als Führungskraft, wenn du einen Mitarbeiter besonders herausstellen möchtest, wie kann ich die anderen, die zuhören, zum Applaus animieren? Okay. Also was kann ich alles an Applausvarianten mit denen rauskitzeln zum Beispiel? Also ist es auch so, dass ich von diesem Buch auch inspiriert werde, vielleicht mehr in die Bühnenöffentlichkeit, also mehr Vorträge zu halten oder mehr Coaching zu machen. Das war unsere Hoffnung. Ja, ja. Habt ihr ein Feedback dazu? Dass es nicht nur PowerPoint geben kann, sondern dass es auch andere Möglichkeiten geben kann. Nein, eigentlich haben wir nur von dir jetzt die Rückmeldung, aber das langt. Okay, super, das reicht ja schon. Also ja, drei Bücher. Mehr brauchen wir nicht. Sie sehen es dann gleich auch eingeblendet, wenn Sie es gerne kaufen wollen. Kaufen. Jetzt bist du viel in Unternehmen, als Trainerin, Coach, Vortragende. Ich habe den Eindruck, dass dieser Humor immer mehr auf der Strecke bleibt. Hast du eine ähnliche Wahrnehmung, dass wir in Unternehmen viel mehr Humor brauchen, durch alle Schichten durch? Oder sagst du, na, es reicht schon? Also grundsätzlich denke ich, dass Deutschland jetzt nicht das humoroffensivste Land der Welt ist. Mhm. Also bei Österreichern ist es ja komplett anders. Wirklich? Natürlich. Ja. Ihr seid ja so dermaßen leicht und locker und lustig und ja gut. Also danke, aber es gibt da auch Inseln. Vielleicht kenne ich nicht so viele Österreicher. Ja, aber vielleicht nicht der österreichische Unternehmer, aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Aber anscheinend ist in Deutschland die Situation noch ein bisschen strenger, was das betrifft. Was Leichtigkeit, und Freundlichkeit. Ich kriege auch oft so Dinge zu hören wie, ja, also wir wollen für unsere Führungskräfte, also so Sachen wie, wir wollen Workshop, aber also das soll aber kein Spaßworkshop sein. Genau, ja, genau. Also diese Angst vor, wenn es lustig wird, dann... Wenn sich halt die wohlfühlen, geht gar nicht. Nein, das ist ganz schlecht, ganz schlecht.
Jetzt hast du schon ein Thema angesprochen, wir jammern ja gerne. Ja? Also es wird dauernd gejammert und du hast auch ein Buch geschrieben, Raus aus dem Jammersumpf. Ja. War anscheinend für dich ein ganz wichtiger Punkt, das einmal zum Thema zu machen. Ja? Naja, weil wir haben sicherlich Grund zur Klage. Also ich unterscheide Jammern und Klagen. Mhm. Klagen ist, mir liegt was auf der Seele, ich spreche es aus, ich gehe in eine Ordination, ich gehe in eine Beichte, ich spreche das aus, reduziere meine Stresshormone dadurch. Und Jammern ist, ich spreche es, aber ich verändere nichts. Mhm. Ich verstehe. Was würdest du empfehlen, wie kann man Menschen, die viel jammern, dazu anleiten, weniger zu jammern? Also eine der Möglichkeiten ist schlicht und ergreifend, sie liebevoll, humorvoll darauf hinzuweisen. Mhm. Weil wer jammert, hat ja was davon. Mhm. Also wenn Menschen jammern, die machen das ja nicht, weil es ihnen nichts bringt, sondern es bringt ihnen was. Mhm. Sie sitzen zum Beispiel an einem Stammtisch zusammen und können sagen, ah, wie blöd sind die anderen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel an der Regierung wären, ja, es wäre ja ganz anders. Mhm. Aber uns fragt ja keiner und alle, oder in Firmen, die Kunden sind alle so blöd. Ich kann natürlich das schon etwas humorvoll als Chef, als Chefin aufnehmen. Der wichtigere Punkt ist für mich, erstmal selber nicht mit dem Jammern anzufangen. Mhm. Also nicht derjenige, der den ersten Schritt... Und manchmal erwische ich mich auch dabei, wo man denkt, blöd. Ja, genau. Ah. Ja. Also im Spiel schauen sie jetzt genug. Ja, ja, weißt du, so diese tollen Redner wie wir und dann jammerst, weil das Bett vielleicht jetzt nicht genau das Kopfkissen hat. Was also mich stört das immer wahnsinnig. Ja, also ich jammer, das ist ganz schlimm, das geht gar nicht. Und dann ist vielleicht noch der Duschvorhang, weißt du, bei dem Duschvorhang jammer ich. Also das geht gar nicht. Ja. Wenn der so an dir klebt. Ja, grauslich. Der Null-Effekt, habe ich mal recherchiert, wenn das grauslich ist. Ja. Ich frage dich jetzt, was war deine fürchterlichste, deine schlimmste Panne? Wo du vielleicht jetzt drüber lachen kannst, aber damals der absolute Horror. Was war das? Also ich war zu dem Zeitpunkt Autohauschefin, wollte sehr, sehr, sehr seriös sein. Muss dazu sagen, da ich älter bin, es war noch die Zeit ohne Handys, und zwar wirklich ohne Handys. Ich fuhr damals nach München, mit dem Porsche natürlich, ist ja wohl klar. Bin dann zu diesem Kunden hingegangen, mit dem ich einen Termin hatte und habe geklingelt. Mhm. Er macht nicht auf. Geklingelt, er macht nicht auf. Innerlich so, verdammte Scheiße. Ja, und auch so dieses Wichtige, ich fahre da extra hin und er macht nicht auf und nochmal hingedruckt, nix. Also ins Auto gestiegen, rumgefahren, bis ich eine Telefonzelle gefunden habe, bei dem Kunden angerufen und gesagt, also ich bin jetzt gerade da und ich habe es versucht bei euch und ich habe geklingelt, es hat niemand geöffnet und ja, das gibt's ja nicht und regt mich sowieso schon maßlos auf, wenn jemand sagt, ja, das gibt's ja nicht. Also sie haben dann gesagt, ja, es kommt gleich jemand runter und ich brauche nicht mehr klingeln und so weiter. Okay. Also wieder hingefahren, Auto geparkt, ausgestiegen, stand tatsächlich auch schon jemand da. Mhm. Und es tut ihnen Entschuldigung und überhaupt. Und ich so, ja, es ist jetzt gut. Mhm. Und die sagt, ja, aber trotzdem nochmal, also die Klingel funktioniert, was haben Sie denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, da habe ich gedrückt und nichts ist passiert. Ja. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung, das ist der Briefkasten. Aber einen Porsche fahren. Ja. Ja. Herrlich. Apropos Schweigepflicht, ich habe noch was für Sie vorbereitet, und zwar einen medizinischen Word-Rap. Kurze Fragen, und da bitte ich dich, möglichst kurz und knackig zu antworten. Okay. Ja? Und, seriös. Perfekt, seriös. Würde ich dich das fragen? Nein. No, nein. Wir kommen jetzt zum medizinischen Word-Rap. Bist der Profi im Sagen von Rappen. Humor ist für mich... alles. Orangene Farbe oder orangene Haare habe ich, weil? Ich sonst auch viel Orange habe. Dafür bin ich wirklich dankbar. Für meine Kinder. Ich kann nicht leben ohne. Meinen Mann. Das habe ich über die Liebe gelernt. Von meinem Mann alles. Gänsehaus hatte ich zuletzt. Bei der Hochzeit meiner Tochter. Mein aktueller Lieblingswitz ist? Wo wohnen Katzen?
in einem Mietshaus. Das Lachen vergeht mir bei? Ungerechtigkeit. Meine Mutti nennt mich oder nannte mich? Margit? Spitzname? Nein. Wenn ich ins Hotel einchecke, dann schreibe ich ins Feld Beruf? Je nachdem, nach was mir gerade ist. Was hast du schon geschrieben? Astrophysikerin. Ethnologin, das bin ich ja tatsächlich, Betriebswirtin. Manchmal schreibe ich auch neue Quatschliesel. Aber die Ulknudel akzeptierst du nicht, über die Quatschliesel? Nein, Ulknudel ist einfach vom Dialekt her für mich fremd. Okay, gut. Ist nicht, ich sage nicht, wer es gesagt hat, aber ja. Ist nicht, weil es nicht passt, sondern weil es vom Dialekt her für mich nicht stimmt. Okay. SMS, WhatsApp oder Telefon? Ja. Mein Ex-Freund sagt über mich? Habe ich keine. Ex-Männer habe ich, aber keine Ex-Freunde. Also dann, mein Ex-Mann sagt über mich? Nicht viel. Meine letzte Lüge war? Ich bin so verdammt gut im Lügen. Meine letzte Lüge war vorher, als du mich gefragt hast, ob alles bei dir passt und ob du gut ausschaust. Und ich gesagt habe, Roman, du schaust fantastisch aus. In diesem Augenblick brechen wir dieses Interview hier ab. Geheimnisse habe ich vor. Allen möglichen Menschen, einfach mein Mann. Wenn ich ein Mann wäre, dann? Ja. Wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich von mir sagen, ich habe wirklich Eier. Mhm. Wenn ich 10 Millionen im Lotto gewinnen würde, dann würde ich damit? Eine Stiftung gründen. Und der letzte Satz ist bestimmt nicht der letzte, den wir gemeinsam austauschen werden. Auf deinem Grabstein soll er mal stehen? Boah. Vielleicht irgendwas so, jetzt redet sie nicht mehr, irgend sowas. Weil es gibt Menschen, die sagen, mein Gott, gibt der Frau was zum Essen, dass sie endlich ruhig ist. Aber da muss ich etwas ergänzen. Weißt du, dass ein Optimist ist einer, der die Redenpausen einer Frau für Ermüdungserscheinungen hält. Also dementsprechend, ja, das war's. Nicht fort. Ja, ja, aber die Orientation, die Patienten warten. Vielen, vielen Dank, Margit, dass du. Ich danke, dass du meine inneren Werte so schön durchgeschaut hast, dass alles okay ist. Alles gut, dann jetzt kommen noch die ganz intimen Sachen, da werden sie nicht dabei sein. Du kannst dich schon frei. Ich jetzt noch ein bisschen. Genau, du kannst dich frei machen. Jetzt wird es einmal frei von allen Ängsten. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß beim Verteilen, beim vielleicht Nachlesen den diversen Büchern von Margit Hertlein. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie mal bei einem Workshop sind oder bei einem Coaching oder eine Rede von ihr halten, Sie werden sich extrem langweilen. Und eines wünsche ich Ihnen noch von Herzen, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Servus. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann liken Sie es, dann sharen Sie es, dann verteilen Sie es, dann schneiden Sie es aus, dann pappen Sie es an die Wand. Für Ihre Oma, für Ihre Mama noch ein Löffelchen, für den Papa und für alle Menschen, wo Sie sagen, ja, die können das schon längst einmal brauchen, dass Sie sich einfach mal was anschauen, wo zwei richtig tolle Menschen, also einer davon bin ich, wenn zwei richtig tolle Menschen sich schön unterhalten. Und wenn dann noch was dafür dabei ist, irgendeine Kleinigkeit, wo Sie für sich sagen, stimmt, ein bisschen mehr Humor, Schmunzeln könnte ich in mein Leben machen, dann finde ich das sowieso großartig. Danke.